Das war nicht so schwierig. Gehört jetzt uns!
Mein panikerfülltes Grunzen als Unterhaltung bezeichnen kann. Doch Roland schien das nicht zu stören. Er fragte mich, wieso Jack den Krieger noch nicht zum Leben erweckt hat. Und ich erklärte ihm, dass der Schlüssel erst mit Iridium aufgeladen werden muss. Daher Jacks Bergbauaktivitäten. Er nickte und wischte sich schweigend eine Spucke aus dem Gesicht. Ich war völlig verwirrt, weil er mein Verhalten nicht ekelhaft fand. Aber auch, weil ich ihn nicht ekelhaft fand. Zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, als könnte ich tatsächlich in Sanctuary leben. Zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, alles wird gut. Ex-Freund von mir namens Taggart sollte vor einiger Zeit die Stalker-Population ausrotten. Zudem machte er sich daran, ein Buch über seine Abenteuer in den Highlands zu verfassen. Finde die Kapitel.
Titel seines Buches, damit ich draus abschreiben kann, was das Zeug hält. Win-win-win-Situation nennt man das. Obwohl, niemand nennt es so, außer mir. Heute habe ich einem Stalker derart eine gesammelt, dass sich sein Innerstes nach außen kehrte. Ende von Kapitel 1. Es ist bekannt, dass Stalker Echo Recorder lecker finden. Vermutlich findest du den Rest von Taggarts Kapiteln in den Dunghaufen der Stalker. Von Mama gelernt habe. Und er ist regelrecht explodiert. Und was er für ein Geräusch gemacht hat. Ungefähr so. Das wäre ein toller Klingelton. Kapitel 3. Meine Jungs haben herausgefunden, dass sich die Stalker nicht besonders gut tarnen, wenn ihre Schilde unten sind. Sie werden völlig panisch und brüllen rum. Vor ein paar Tagen habe ich einen riesigen Stalker gesehen, der unser Lager beobachtet hat. Ich habe sie Henry getauft, nach meiner... Oh, Moment. Hey, Mama! Nein, nein, ich erzähle gerade, dass ich einen Stalker nach dir getauft habe.